Jetzt habe ich Ihnen mitzuteilen, das Protokoll über die Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses gemäß § 6 Absatz 2 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht. Abgegeben wurden 678 Stimmen, davon waren 659 gültig und 19 ungültig. Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge der Fraktion der SPD 220, der CDU-CSU 174, von Bündnis 90 die Grünen 108, der FDP 85 und der Fraktion der AfD 72. Nach dem Höchstzählverfahren von De Hond entfallen auf den Wahlvorschlag mithin der Fraktion der SPD 5 Mitglieder, der Union 3, der Fraktion Bündnis 90 die Grünen 2 und der Fraktion von FDP und AfD jeweils ein Mitglied. Nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht sind die Mitglieder in der Reihenfolge gewählt, in der ihr Name auf dem Wahlvorschlag erscheint. Die entsprechenden Namen entnehmen Sie bitte den Drucksachen 20492 und 20496. Damit teile ich Ihnen auch mit das Protokoll über die Wahl der Mitglieder des Richterwahlausschusses gemäß § 5 des Richterwahlgesetzes. Hier wurden 678 Stimmen abgegeben, davon waren 661 gültig, 17 ungültig. Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge der SPD 220, der Union 177, von Bündnis 90 die Grünen 109, der Fraktion der FDP 82 und der Fraktion der AfD 71 Stimmen. Auch hier wurde nach De Hond der Wahlvorschlag entsprechend ausgewertet. Die Fraktion der SPD enthält somit 6 Mitglieder, die Union 4, die Fraktion Bündnis 90 die Grünen 3, die FDP-Fraktion 2 und die AfD ein Mitglied. Nach § 5 Absatz 2 des Richterwahlgesetzes sind die Mitglieder und ihre StellvertreterInnen in der Reihenfolge gewählt, in der ihre Namen auf den Wahlvorschlägen erscheinen. Die Namen der gewählten Mitglieder entnehmen Sie bitte den Drucksachen 20497 und 20501. Und damit komme ich als Drittes zum Protokoll über die Wahl eines Mitglieds des Gremiums gemäß § 3 des Bundesschuldenwesengesetzes. Die Mitgliederzahl des Bundestages, die hier zur Abstimmung kommen könnte, waren 736. Abgegeben haben ihre Stimmzettel 678, ungültig waren 2. Mit Ja haben gestimmt 538, mit Nein 68, es gab 70 Enthaltungen. Damit ist der Abgeordnete Carsten Klein mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 369 Stimmen gewählt. Und er ist Paragraf. Herzlichen Glückwunsch für diese verantwortungsvolle Aufgabe und wir werden sicherlich viel davon hören. So, jetzt komme ich zum Tagesordnungspunkt 7a und zum Tagesordnungspunkt 7b. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP mit dem Titel Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes sowie die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021. Nachher werden wir über die beiden Vorlagen namentlich abstimmen. Zur Annahme des gesamten Antrags ist die absolute Mehrheit von 369 Stimmen erforderlich. Zur dritten Beratung des zweiten Nachtragshaushaltes 221 liegt hier ein Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU-CSU und der Fraktion der AfD und der Fraktion Die Linke vor. Zum Ablauf. Nach der Aussprache stimmen wir zunächst über den Antrag namentlich ab. Das Abstimmungsergebnis wird Ihnen nach Top 8 bekannt gegeben. Dann erfolgen die zweite Beratung und die namentliche Schlussabstimmung über den Nachtragshaushalt. Das Ergebnis dieser Abstimmung wird im Anschluss an Tagesordnungspunkt 16 bekannt gegeben und wir stimmen dann über die Entschließungsanträge ab. Für beide namentliche Abstimmungen haben Sie jeweils 30 Minuten Zeit. Wir werden Sie dann jeweils auch noch einmal darüber informieren. Aber es ist sicherlich sinnvoll, wenn Sie weiter aufmerksam bleiben. Jetzt ist für die Aussprache eine Dauer von 67 Minuten vorgesehen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als Erstes das Wort dem Kollegen Christopher Meyer für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das aktuelle Infektionsgeschehen zeigt sehr eindrücklich, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Wachstumserwartungen für Deutschland wurden jüngst vom IWF deutlich korrigiert. Es zeigt sich, wir kommen nicht so schnell aus der Pandemie-Delle, wie wir müssten, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu halten. Die letzten zwei Jahre waren besonders durch Unsicherheiten geprägt. Viele Investitionen sind nicht erfolgt. Vieles ist liegen geblieben. Und wir haben nach wie vor eine haushaltspolitische Ausnahmesituation. Die Bekämpfung der kurz- und mittelfristigen Pandemiefolgen und damit auch der langfristigen Pandemiefolgen für unser Land ist daher Dreh- und Angelpunkt dieses zweiten Nachtragshaushalts. Über die Förderung privatwirtschaftlicher Zukunftsinvestitionen stärken wir Wachstum und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das betrifft explizit Investitionen in CO2-neutrale Mobilität oder Energieinfrastruktur und Impulse in bestimmte energieintensive Industrien. Der Blick in den OECD-Raum bestätigt uns, dass Covid-Recovery-Strategien besonders auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Und daher sind wir besonders unter Zugzwang, auch in diesen Bereichen unseren Schwerpunkt zu setzen. Fast überall in Europa erhalten die wirtschaftspolitischen Strategien eine Begleitung für die Belebung des Wachstums durch Entlastungen, insbesondere bei den Strompreisen. Und auch hier werden wir etwas tun. Wir werden die Abschaffung der EEG-Umlage auf den Weg bringen. Ich hoffe bereits für das Jahr 2022, aber spätestens zum 01.01.2023. Wir fokussieren und priorisieren unsere Wachstumsimpulse. Aus der ganzen Bandbreite der Maßnahmemöglichkeiten nehmen wir die Bereiche hinaus, wo der Handlungsdruck am größten ist, wo die CDU-geführte Bundesregierung die größten Baustellen hinterlassen hat. Nicht wie im Jahr 2020 130 Milliarden Euro Konjunkturpaket für 57 Themenfelder aus 14 Ministerien, von der befristeten Mehrwertsteuerreduzierung bis zu einem Stallinvestitionsprogramm, sondern fokussiert auf die Bausteine, die dieses Land zukunftsfähig machen. Und wenn Sie das kritisieren, meine Damen und Herren von der Union, dann verkennen Sie Ursache und Wirkung. Wir investieren in diesen Schwerpunkt, weil wir Covid und die Pandemie bekämpfen müssen und nicht umgekehrt. Und das haben wir in den Haushaltsberatungen. Das haben wir in den Haushaltsberatungen deutlich gemacht. Das hat unser Finanzminister in der Einbringung deutlich gemacht. Und deswegen wäre es schön, wenn Sie das endlich zur Kenntnis nehmen. Wir haben Ihnen da ja noch mal geholfen. Nachhilfe ist ja vielleicht auch ganz gut. Die jetzigen Zuweisungen an den EKF, zukünftig KTF, knüpfen an das Verfahren, welches Sie gewählt haben, im Jahr 2020 an. Zur Erinnerung, Sie haben damals 26 Milliarden Euro in das Sondervermögen zugeführt, ohne Zweckbindung, ohne Befristung. Und das ist gerade der Unterschied zu heute. Denn wir haben eine verbindliche Zweckbindung beschlossen. Wir haben klargestellt, dass die Maßnahmen für kurz- und mittelfristige Maßnahmen zuständig sind und gehen gerade nicht in allgemeinpolitische Maßnahmen, wie Sie seinerzeit gemacht haben. Und was wir ebenfalls tun, ist, dass wir die Letztentscheidungskompetenz hier im Parlament belassen. Auch das ist ein Thema, was uns wichtig war. Und auch deswegen ist dieser Nachtragshaushalt aus unserer Sicht nicht angreifbar. Und es ist nahezu schizophren von Ihnen, meine Damen und Herren von der Union. Wenn Sie auf der einen Seite 2020 genau dieses Verfahren tragen und es jetzt kritisieren, und wenn Sie auf der anderen Seite heute noch Investitionen in Gebäudeenergieeffizienz einfordern in Milliardenhöhe, auf der anderen Seite aber das Vehikel, womit dies perspektivisch möglich ist, diesen Nachtragshaushalt 2021 bekämpfen. Wir setzen mit diesem Nachtragshaushalt ein Signal zur Überwindung der pandemischen Notlage, und wir schaffen Planungssicherheit für privatwirtschaftliche Investitionen. So bringen wir Krisenbekämpfung, Nachhaltigkeit und Zukunftsgestaltung zusammen. Ich danke Ihnen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte Ihnen auch ein Signal gegeben, aber dann hatten Sie es schon gesehen. Dem Kollegen Dr. Matthias Mittelberg erteile ich das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Wir werden Ihren Nachtragshaushalt heute ablehnen. Und ich sage auch, wir müssen ihn ablehnen. Wenn wir unsere Verfassung ernst nehmen, die Verfassungsprinzipien, und darin ist auch festgelegt, die Schuldenbremse, dann müssen wir Ihren Haushaltsentwurf heute ablehnen. Sie bekennen sich einerseits zur Schuldenbremse, andererseits sind jetzt nicht mal 2 Monate vergangen und Sie legen hier einen Entwurf vor, der schlicht darauf hinausläuft, die Schuldenbremse zu umgehen. Ich sage das auch ganz deutlich so, Sie wollen die Schuldenbremse umgehen. Sie sagen, ab 2023 wollen wir die Schuldenbremse dann formal wieder einhalten. Bis dahin aber nutzen Sie den Nachtragshaushalt 21 und wahrscheinlich auch den Haushalt für dieses Jahr, um sich, ich sage das mal so deutlich, die Taschen voller Geld zu laden, um dann aber nicht Pandemiebekämpfung damit zu machen. Das ist ja die Ausrede dafür. Sie sagen, die Notlage Pandemiebekämpfung ist der Grund, weswegen Sie jetzt über Gebühr Schulden machen dürfen. Sie wollen dann aber nicht Pandemiebekämpfung betreiben, sondern Sie wollen Klimawendepolitik und noch womöglich andere Projekte damit finanzieren. Das hat mit solider Haushaltsführung, das hat mit verfassungsmäßiger Haushaltsführung nichts zu tun. So. Herr Kollege Mayer, Sie haben hier ja jetzt auch die Punkte angesprochen, um die es geht. Und Sie haben ja, nachdem der Bundesrechnungshof sehr deutlich und sehr klar kritisiert hat, Punkte auch nachgeschoben. Sie haben eben den Abbau der EEG-Umlage genannt. Sie haben die Investitionen, die Sie fördern wollen, in die Effizienz, Energieeffizienz von Gebäuden genannt. Das sind aber genau die Beispiele, die belegen, dass das mit Pandemiebekämpfung nun gar nichts zu tun hat. Sie müssen, und darüber sind wir uns ja sogar politisch sehr weitgehend einig, die EEG-Umlage abbauen. Das machen wir aber deshalb, weil wir natürlich den CO2-Preis anheben und wir sehen, dass wir die Preisbelastung für die Bürger ausgleichen müssen. Das hat mit Pandemiebekämpfung gar nichts zu tun. Das hätten wir auch ohne Pandemie gemacht. So, und an dem zweiten Punkt. Und an dem zweiten Punkt, um das mal sehr deutlich zu sagen, wird es ja sehr, sehr deutlich, wie schräg Ihre Argumentation ist. Sie sagen jetzt, Sie müssten Investitionen nachholen in die Effizienz von Gebäuden. Da ist es nun allerdings so, die Investitionen gehen in die Bauwirtschaft. Wenn wir mal nach einer Branche fragen, die nun wirklich nicht gelitten hat unter Corona, dann war das die Bauwirtschaft. Wie Sie in einem bereits überhitzten Markt, das sage ich Ihnen ganz deutlich, jetzt noch Nachholeffekte aus der Pandemie generieren wollen, das bleibt Ihr Geheimnis. So, und der letzte Punkt, weil Sie den ja auch so markant angesprochen haben, das sei im Grunde genommen das Gleiche, was die GroKo 2020 gemacht habe. Nein, das ist es nicht. Das können wir Ihnen an mehreren Punkten sehr genau auseinandersetzen. Ich bin sicher, dass das die Kollegen gleich noch machen werden. Ein Punkt will ich Ihnen hier nur nennen. Und das macht Ihr Verhalten und Ihre ganze Vorgehensweise super verdächtig. Es macht Sie auch verfassungsrechtlich extrem verdächtig. Sie ändern nämlich die Anrechnungsregel für die Schulden. Sie sagen, die Schulden werden nicht für das Jahr gerechnet, wo sie wirklich tatsächlich vom Bund aufgenommen werden, sondern sie werden irgendwann dann gerechnet, beziehungsweise genau umgekehrt, sie werden nicht gerechnet. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Ja, Sie jubeln jetzt, aber das ist genau der Punkt. Sie machen Schulden im Jahr 2024 und 2025. Da muss es auf die Schuldenbremse gerechnet werden. Durch ihn, und das ist wirklich ein Taschenspielertrick, durch die Veränderung der Anrechnungsbestimmungen sorgen Sie dafür, dass Schulden, die zum Beispiel 2025 tatsächlich gemacht werden, auf die Schuldenbremse des Nachtrags 2021 gerechnet werden. Das macht Ihr Verhalten so verdächtig. Und das wird jedem deutlich machen, dass Sie die Schuldenbremse wirklich durch dieses Manöver umgehen wollen. Deswegen können wir nicht zustimmen. Und dafür bitte ich um Verständnis. Vielen Dank. Dennis Rohde hat das Wort für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist heute auf den Tag exakt 2 Jahre her, dass der erste positive Corona-Fall in Deutschland festgestellt wurde. Und
Die Pandemie, die uns seitdem im Griff hat, hat auch ihre Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bundeshaushaltes, wie wir es gewohnt waren, wir beschließen kurz vor Beginn des Jahres einen Haushalt und die Prognose geht am Ende des Jahres mehr oder minder ziemlich genau auf, die funktioniert in Pandemiezeiten nicht. Das ist der vierte Nachtragshaushalt, den wir auf den Weg bringen. Und allein das zeigt die Planungsunsicherheit, die wir haben in einer Pandemie, die wir nur bedingt im Griff haben können. Und waren die ersten drei Nachtragshaushalte davon geprägt, dass wir zusätzliches Geld ganz kurzfristig mobilisieren mussten, zum Beispiel für den Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel für Impfstoffe, für Brückenhilfe, für Kurzarbeitergeld, so ist dieser Nachtragshaushalt davon geprägt, dass die Prognose in die andere Richtung ging. Wir haben für das Jahr 2021 über 80, gut 85 Milliarden Euro an Kreditermächtigung nicht einsetzen müssen. Und gleichzeitig konnten wir feststellen, das hat zum einen damit zu tun, dass die Einnahmeseite besser ausgefallen ist. Wir haben mehr Steuereinnahmen, weil sich die Wirtschaft im Jahr 2021 besser entwickelt hat, als wir mit dem ersten Nachtragshaushalt angenommen haben, aber eben auch, weil Ausgaben nicht abgeflossen sind. Und Ausgaben, die zum Teil dringend notwendig sind, weil sie die wirtschaftliche Transformation dieses Landes sicherstellen und damit den nachhaltigen Weg aus dieser Krise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Investition jetzt anzugehen bzw. nachzuholen, ist für uns eine der vordersten Aufgaben. Wir wollen diese Pandemie nachhaltig verlassen. Wir wollen, dass die Arbeitsplätze, die wir gerade retten, auch in der Zukunft erhalten bleiben, dass sie zukunftsfähig sind. Wir wollen, um es deutlich zu machen, ein Long-Covid für die deutsche Wirtschaft verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, natürlich hat die Bekämpfung der einen Krise auch Auswirkungen auf die anderen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auf die andere Krise, die da auf uns zukommt. Wir wollen mit den Maßnahmen, die wir ergreifen, auch unseren Planeten schützen und ihn für künftige Generationen lebenswert halten. Das beides denken wir zusammen. Und ich finde, das gehört auch zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau für diese Aufgabe der nachhaltigen Transformation unserer Wirtschaft überführen wir Mittel in den Energie- und Klimafonds. Und weil es ja gerade angesprochen wurde, der Vergleich zu 2020. Wir haben im Juni 2020 in der Großen Koalition zusammen ein Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Wir haben Maßnahmen formuliert, die kurzfristig helfen sollen. Und wir haben Maßnahmen formuliert, die mittel- und langfristig dabei helfen sollen, diese Pandemie hinter uns zu lassen. Und wenn ich mir diese Maßnahmen noch mal genau angucke, Herr Kollege Mittelberg, dann wundert Ihre Rede. Dann wundere ich mich besonders über die Beispiele, die Sie aufgeführt haben. Denn Sie haben exakt dieselben Beispiele genannt, die wir 2020 gemeinsam beschlossen haben. Damals haben wir die EEG-Umlage abgesenkt bzw. den Strompreis festgehalten. Damals haben wir ein Bauprogramm für Energieeffizienz auf den Weg gebracht. Damals haben wir 7 Milliarden Euro für eine Wasserstoffstrategie beschlossen, 2 Milliarden Euro für Quantentechnologie, 2 Milliarden Euro für künstliche Intelligenz. Wir haben uns mit der Batteriezellenfertigung und auch mit der Elektroinfrastruktur auseinandergesetzt. Genau das haben wir 2020 gemacht, und genau das kritisieren Sie heute von diesem Rednerpult. Ich finde das nicht aufrichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir waren ja damals genauso klug wie heute. Wir wussten auch damals, dass das Geld natürlich nicht sofort abfließt, und haben uns auch damals Gedanken darüber gemacht, wie schaffen wir es sicherzustellen, dass Planungssicherheit da ist, und wie schaffen wir es, dass das Geld in den nächsten Haushaltsjahren abfließen kann. Und genau deswegen haben wir infolge des Konjunkturpaketes aus dem Juni den zweiten Nachtragshaushalt beschlossen. Und genau deswegen haben wir 26 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds investiert, überführt. Genau das Gleiche, was wir heute auch machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen, das war damals richtig, dass wir das gemacht haben, weil es die Wirtschaft gestützt hat, weil es Arbeitsplätze gerettet hat, und es ist auch heute richtig, dass wir das machen. Und ja, auch diese Debatte damals war streitig. Und ich erinnere mich sehr genau daran, dass auch die Kolleginnen und Kollegen der Freien Demokraten vieles an unseren Haushalten kritisiert haben. Und sie haben das in der Form gemacht, dass sie Änderungsanträge gestellt haben. Und wir haben es in der Form gemacht, dass am Ende Mehrheiten entschieden haben und wir auch Änderungsanträge abgelehnt haben. Aber der Unterschied von der Debatte damals zu heute ist, ich erinnere mich, wir hatten einen Antrag der AfD hier, Unterstützung einer Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht. Und es waren sich alle anderen Fraktionen einig.
Und ich erinnere mich sehr gut an die Rede von Otto Fricke, dass dies der Ort der demokratischen Auseinandersetzung ist, dass man hier um Mehrheiten zu ringen hat und dass es am Ende Mehrheiten sind, die im Deutschen Bundestag entscheiden. Das unterscheidet die FDP, die damals so argumentiert hat, von Ihnen heute. Sie stellen sich an die Seite der AfD und wollen zum Bundesverfassungsgericht gehen. Und wenn Sie jetzt rufen, dieser Haushalt sei verfassungswidrig, dann finde ich, setzen Sie sich auch noch mal mit dem auseinander, was wir 2020 gemacht haben. Ich finde, nur weil man seine Rolle im Deutschen Bundestag wechselt, muss man nicht von heute auf morgen komplett andere Reden halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen betone ich noch einmal, dies ist der Ort der demokratischen Auseinandersetzung. Wir setzen mit diesem Nachtragshaushalt sogar die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um, die uns nämlich ins Buch geschrieben hat, jetzt schnell und konsequent gegen den Klimawandel vorzugehen. Auch dieser kommen wir heute nach, und wir verbinden es mit dem nachhaltigen Herauswachsen aus der Corona-Krise. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Nachtragshaushalt festigt den Weg raus aus der Pandemie. Er stellt unsere Wirtschaft nachhaltiger auf. Und er wird damit eben auch den Erfordernissen des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz gerecht. Wir haben keine Sorge vor Ihrer Klage. Wir haben nur Sorge darum, dass Sie immer mehr die Nähe zur AfD suchen. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort dem Kollegen Albrecht Glaser. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Verehrter Herr Rude, das ist jetzt wirklich kabarettreif. Verfassungsverletzung darf man dann betreiben, wenn man es tut, um nicht gemeinsam mit der AfD abstimmen zu müssen. Das haben Sie gerade mal dargestellt. Oder unter Rückblick auf die gemeinschaftliche Veranstaltung Schulden aufzunehmen von vor wenigen Jahren. Also das ist oberfaul, was Sie zelebrieren, um hier zu erklären, wieso das, was Sie heute hier tun wollen, als Ampel, nicht verfassungswidrig sei. Es ist verfassungswidrig. Es ist offensichtlich verfassungswidrig. Es hat seit 1949 keinen Haushalt gegeben, der in einem Jahr beschlossen worden ist, für ein Jahr, das schon abgelaufen ist. Haushalte sind eine Ausgabeerlaubnis für Jahre, die vor einem Haushalt liegen, die nach der Haushaltsfeststellung kommen, aber nicht für Haushalte, die abgelaufen sind, die Ausgaben also gar nicht wirksam getätigt werden können, weil der Zeitraum, für den sie beschlossen sind, schon abgelaufen ist. Aber was schlimmer ist und entscheidend ist, dass sie zugeben, dass sie Mittel thesaurieren wollten, für die sie jetzt die Schulden unter dem Haushalt 2021 buchen, die sie irgendwann in der Zukunft für irgendwas verwenden wollen. Das sagen sie selber und versuchen mit allgemeinen Redensarten, wonach alles mit allem zusammenhängt, das zu rechtfertigen. So geht Haushaltsrecht nicht und so geht die Schuldenbremse nicht. Die Schuldenbremse geht dann, wenn sie beschlossen worden ist, in der Zeit, wo sie beschlossen ist, für die Kalamität und ihre Beseitigung, wegen derer sie überschritten worden ist. Und Sie wollen in den nächsten Jahren diese Mittel, die Sie jetzt nicht, Haushalt, kommen sofort zum Schluss, Frau Präsidentin, die Sie dort verwenden wollen, die wollen Sie jetzt sicherstellen, sozusagen in die Speisekammer legen. Und damit zeigen Sie diese Manipulation. Ein letztes. Sie können in zwei Jahren, in drei Jahren die Schuldenbremse erneut hier beschließen lassen. Da können Sie das alles machen. Bei einer eigenen Rede, das müsste ich dann dem Kollegen, der nach Ihnen noch kommt, abziehen, wenn Sie jetzt weiter. Nein, das will ich nicht. Deshalb nehme ich hiermit das Ende. Beenden Sie jetzt. Dank, ja. Und ich frage, ob es eine Reaktion gibt. Bitte schön, Herr Rode. Frau Präsidentin, ich möchte nicht auf alles das eingehen, was da gesagt wurde, möchte nur an einem Beispiel die Qualität dieses Wortbeitrages deutlich machen. Wenn Sie sagen, dass seit Gründung der Bundesrepublik es noch nie gegeben hätte, dass ein Nachtragshaushalt im abgelaufenen Jahr auf den Weg gebracht wurde und dass das ein Skandal an sich sei, dann empfehle ich einen Blick in die Bundeshaushaltsordnung, die nämlich genau diese Frage ausdrücklich klärt, indem sie nämlich sagt, ein Nachtragshaushalt muss im laufenden Jahr eingebracht werden. Die Verabschiedung kann auch im nachfolgenden Jahr passieren. Also ich finde allein das steht so im Gesetz, das können Sie nachlegen, ich finde allein die Lektüre des Gesetzes hätte Ihnen geholfen, nicht so einen Wortbeitrag zu halten.
Für die AfD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Wolfgang Wiele. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, heute reden wir über den wohl absurdesten Nachtragshaushalt in der Geschichte dieser Republik. Wir schreiben das Jahr 2022 und beschließen, im Jahr 2021 buchmäßig zusätzliche Ausgaben zu tätigen. Diese Ausgaben erfolgen real, aber erst in ferner Zukunft. Denn die Mittel fließen in eine Rücklage, die bereits üppig gefüllt ist. Die Ermächtigung für diese Ausgaben fußt auf einer behaupteten Notlage, die durch die Ausgaben beim besten Willen nicht behoben wird. Nur der Respekt vor diesem Hohen Hause verhindert, dass das Publikum draußen in Gelächter ausbricht. Aber machen wir uns nichts vor, solche Manöver zehren kräftig an eben diesem Respekt. Für ideologische Projekte zum Umbau der Gesellschaft, wolkig klimapolitische Transformation genannt, wollen vor allem die Grünen in Zukunft Milliardenbeträge verfeuern. Zugleich will vor allem die FDP für ihre Klientel den Anschein erwecken, dass ab 2023 wenigstens man wieder zu einer solideren Haushaltsführung zurückkehren und die Vorgaben der grundgesetzlichen Schuldenbremse einhalten würde. Was läge da näher, als für diese Zeit große Geldbeträge zu bunkern? Die Gelegenheit lag auf dem Tisch. Der allzu panisch-pessimistisch veranschlagte Haushalt 2021, nebst erstem Nachtrag, bietet gewaltigen Spielraum. Statt nun die Neuverschuldung zu verringern, wie es gute Übung für einen liberalen Finanzminister hätte sein müssen, Herr Kollege Lindner, nimmt man gewaltige 60 Milliarden Euro, um eine Rücklage zu füttern, eben den Energie- und Klimafonds EKF. Ja, ich hätte gerne als Beobachter am Verhandlungstisch der Ampelkoalition gesessen, als dieser Trickbetrug am Wähler erfunden wurde, um die sich widersprechenden Vorstellungen zweier Koalitionspartner zum Schein gleichzeitig zu erfüllen. Mit dem Wählerbetrug ist es aber nicht getan, wie die Expertenanhörung vom 10. Januar eindrucksvoll gezeigt hat. Nicht zuletzt die Stellungnahme des Bundesrechnungshofs zeigt klar auf, dass die Konstruktion dieses Nachtragshaushalts die Grenzen des Grundgesetzes sprengt. Schon die Verabschiedung eines 2021er Haushalts im Jahre 2022 widerspricht dem Verfassungsgrundsatz der Jährlichkeit und dem Haushaltsgrundsatz der Fälligkeit. Die Bereitstellung einer Grundlage für Rücklage für Klimaschutz und Transformation steht in keinerlei Zusammenhang mit der ins Feld geführten finanziellen Notlage, die eine Ausnahme von den Regeln der Schuldenbremse erlauben sollte. Die behauptete Notlage ist noch dazu in erster Linie Folge der vielfach unverhältnismäßigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Jetzt versuchen Sie von der Koalition, eine vielleicht irgendwann in der Zukunft stattfindende Konjunkturbelebung durch staatliche EKF-Ausgaben als Ausweg aus der Corona-Krise zu verkaufen. Damit wollen Sie am Ende lediglich dem Verfassungsgericht einen Veranlassungszusammenhang für Ihren Buchungstrick vorgaukeln. Im Namen der AfD-Fraktion sage ich Ihnen voraus, dass das nicht funktionieren wird. Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich hier aus der Rechnungshof-Stellungnahme. Der Bundesrechnungshof hält den Entwurf eines zweiten Nachtragshaushalts 2021 für verfassungsrechtlich zweifelhaft. Ein zweiter Nachtrag 2021 ist überdies finanzwirtschaftlich nicht notwendig. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, auf seine parlamentarische Verabschiedung zu verzichten. Ende des Zitats. Was für eine Ohrfeige für die Koalition! Liebe Unionsfraktion, die AfD-Fraktion begrüßt Ihre klare Positionierung gegen diesen Nachtragshaushalt. Wir staunen aber über Ihre kaum übertreffbare Wendigkeit. Haben Sie doch, wir haben es schon gehört, selbst mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2020, unter Finanzminister Olaf Scholz übrigens, exakt dieselbe Täuschung vollzogen und den EKF mit rund 25 Milliarden gefüttert.
Wenn Sie nach Karlsruhe gehen, nehmen Sie deshalb um Ihrer Glaubwürdigkeit willen weitere Kläger aus anderen Fraktionen mit, auch aus unserer. Der zweite Nachtragshaushalt 2021 ist aber nicht nur formal nicht haltbar, er ist auch politisch jenseits aller Vernunft. Mit 60 Milliarden zusätzlichen Schulden befeuern Sie ein staatliches Konjunkturprogramm für kommende Jahre, obwohl wir alle aus der Vergangenheit wissen, dass solche Programme bestenfalls ein Strohfeuer auslösen, aber bleibende Löcher im Haushalt hinterlassen. Es ist falsch anzunehmen, 60 Milliarden zusätzliche Staatsverschuldung seien harmlos. Die EZB wird diese Schulden zum größten Teil aufkaufen und monetarisieren. Das führt also zur Inflation der Geldmenge. Und diese zusätzlichen Geldmengen haben längst die Sphäre der Kapitalmärkte verlassen und schlagen auf die Verbraucherpreise durch. Es ist falsch anzunehmen, dass der Staat am besten wüsste, wofür es sich lohnt, Geld auszugeben. Auch die modische Klimaargumentation kann nicht vertuschen, dass ihre Transformationsprogramme immer tiefer in die Staatswirtschaft führen. Und es ist auch falsch anzunehmen, dass die ideologische Klimapolitik der Ampelkoalition in eine gute Zukunft führen würde. Da trifft die einseitige Förderung der Elektromobilität auf explodierende Strompreise. Denn die Märkte kennen den Mangel. Die Abschaltung zuverlässiger und kostengünstiger Stromquellen wie der sicheren deutschen Kernkraftwerke trägt ganz direkt dazu bei. So kann man, meine Damen und Herren, mit einer Industrienation, oder soll man sagen, noch Industrienation, wie Deutschland nicht umgehen. Auch deshalb sind 60 Milliarden mehr für den EKF nicht zu verantworten. Um es noch einmal mit den Worten des Rechnungshofs zu sagen: Der Bundestag muss auf die parlamentarische Verabschiedung dieses Nachtragshaushalts verzichten. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Christian Kindler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir zeigen hier heute mit diesem Nachtragshaushalt, dass wir eine Politik umsetzen, die sich an der konkreten Realität dieser Pandemie und ihrer Folgen orientiert. Wir machen keine Politik der ideologischen Scheuklappen. Wir werden das Notwendige, was notwendig ist, tun und finanzieren. Wir werden das Notwendige finanzieren, um diese Pandemie und ihre ökonomisch massiven Folgen auch nachhaltig und zukunftsfest zu überwinden. Der Kollege Dennis Roda hat es angesprochen. Wir sind jetzt in Deutschland seit genau 2 Jahren einer Jahrhundertpandemie. Die frühere Kanzlerin Frau Merkel hat von der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg geredet. Und diese Krise umfasst und betrifft nahezu alle Bereiche des Lebens, der Produktion, der Wirtschaft, der Gesellschaft. Und deswegen war es hier immer klarer Konsens im Haus, dass wir nicht nur aufgrund der Pandemie Gesundheitsausgaben über Kredite finanzieren können, Krankenhäuser, Impfstoffe, Gesundheitsämter, sondern auch natürlich mit Krediten in diesem Notfall sozial-ökonomische Folgen dieser Pandemie abfedern und bewältigen können und müssen. Und wir haben massive ökonomische Schäden durch diese Pandemie, das kann niemand bestreiten. Die Bundesregierung hat jetzt erst ihre Prognose für das Wachstum dieses Jahr deutlich nach unten gesenkt. Es gibt massive ökonomische Spätfolgen durch diese Pandemie, geringere Investitionen. Wir haben massive Unsicherheiten in der Volkswirtschaft. Wir haben massiv gestörte globale Lieferketten. Und diese Situation will ich daran erinnern, dass wir einen breiten Konsens im Haus hatten, dass wir diese ökonomischen Folgen auch mit Corona-Krediten bewältigen können. Und ich finde jetzt, wenn man in der Opposition ist, kann man nicht einfach das verleugnen, was man vorher in der Regierung gemacht hat. Ich erwarte, dass die Union sich jetzt nicht in die Büsche steht, aus der Verantwortung steht, sondern ich erwarte, dass die Union auch in der Opposition Verantwortung übernimmt, gerade in einer Jahrhundertpandemie. Man darf jetzt nicht angesichts der massiven ökonomischen Risiken einfach, wie es die Union vorschlägt, einfach die Hände in den Schoß legen. Das wäre eine massive Gefahr für unsere Volkswirtschaft. Das hätte nicht nur
Probleme für das wirtschaftliche Wachstum. Das würde auch die wirtschaftliche Erholung nach dieser Pandemie gefährden. Das würde tausende Arbeitsplätze gefährden. Und ich finde, Sparen um des Sparens willen, aus ideologischen Gründen, wie es die Union vorschlägt, und das mitten in einer Pandemie, das ist keine Alternative für Deutschland. Und die öffentliche Anhörung hat ja noch mal sehr deutlich gezeigt, dass alle ernstzunehmenden Sachverständigen dem Kern den Nachtragshaushalt unterstützt haben. Wir haben jetzt noch mal eine neueste Studie auch des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Union hat überhaupt keinen ökonomischen Sachverständigen vorgeschlagen für die Anhörung. Sie haben gar keinen gefunden, der ihre These ökonomisch unterstützt hat. Das ist doch die Wahrheit. Und der Ökonom Jens Südekum hat sehr klar gesagt, es droht ein ökonomisches Long-Covid durch diese Pandemie. Und wir wollen nicht, dass die Volkswirtschaft nachhaltig Schäden hat. Wir wollen gegen das ökonomische Long-Covid jetzt eine Grundimmunisierung unserer Volkswirtschaft, einen nachhaltigen Weg aus der Krise mit öffentlichen und privaten Investitionen. Und die Antwort darauf ist dieser Nachtragshaushalt. Und wenn jetzt sehr breit bei vielen Ökonomen und Ökonomen die Einigkeit besteht, dass wir gezielte Impulse und Investitionen brauchen, um diese Pandemie auch mittelfristig zu überwinden, dann ist ja auch klar, dass nirgendwo in der Verfassung steht, dass wir diese notwendigen Ausgabeninvestitionen nicht mit Klimaschutz und der Transformation verbinden können. Es gibt dafür kein Verbot. Im Gegenteil, wenn wir das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz aus dem letzten Jahr ernst nehmen, wenn wir das völkerrechtlich verbindliche Abkommen aus Paris ernst nehmen, wenn wir ernst nehmen, dass es um die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen, unserer Kinder und Enkel geht, das sind alles rechtliche Verpflichtungen, die wir haben, aufgrund des Verfassungsgerichts, aufgrund des völkerrechtlichen Abkommens. Wenn wir das ernst nehmen als Gesetzgeber, was wir ernst nehmen müssen, dann müssen wir doch auch pandemiebedingte ökonomische Maßnahmen, die wir machen, müssen wir dann erst recht mit Klimaschutz und der Transformation verbinden. Und genau das machen wir mit diesem Nachtrag. Um es anders zu sagen, wenn wir jetzt gesamtwirtschaftliche Impulse geben müssen, dann können wir doch gerade nicht zum Beispiel in Braunkohlekraftwerke investieren, in Ölheizungen oder in fossile Verbrenner, Stichwort Abwrackprämie, wie es die Regierung Merkel vor 10 Jahren in der letzten Finanzkrise gemacht hat. Dann müssen wir doch gerade jetzt in CO2-freie Mobilität, CO2-freie Energieversorgung, in Klimaschutz, in Transformation investieren, weil das für die Zukunft richtig ist, aber auch, weil das Arbeitsplätze sichert und neue schafft, neue wirtschaftliche Chancen gibt. Und genau das machen wir mit diesem Nachtragshaushalt. Das ist ein zukunftsfester Weg aus dieser Pandemie. Und ich erwarte von der Union dann auch schon Ehrlichkeit und Konsistenz in der Argumentation. Kollege Rohde hat darauf hingewiesen. Im zweiten Nachtragshaushalt 2020 wurden 26 Milliarden Euro in eine Rücklage des Energie- und Klimafonds gepackt von der damaligen Regierung von CDU, CSU und SPD, auch aus Corona-bedingten Notfallkrediten. Wir haben das damals auch als Grüne unterstützt aus der Opposition. Und ich will darauf hinweisen, dass viele Bundesländer, die meisten übrigens Rücklagen bilden aus Corona-bedingten Notfallkrediten und diese auch für die Zeit nach der Pandemie einsetzen, um die Abfederung zu verbessern und dafür zu sorgen, dass man mittelfristig gut aus der Pandemie rauskommt. Insbesondere Bayern und NRW machen das. Und ich will das im Detail gar nicht kritisieren, auch wenn das nicht so gut begründet ist und nicht so viel Konnexität hat, wie der Bundestag es jetzt macht. Aber was ich kritisieren will, sind die doppelten Standards und die Scheinheiligkeit der Union. Das ist Doppelmoral, was Sie machen. Zum Schluss will ich darauf hinweisen, die Union spricht in ihrem Antrag hier heute von einer Verletzung des parlamentarischen Budgetrechts. Ich halte das für eine Frechheit. Wir haben sehr klar begründet, die Regierung hat es klar begründet, der Bundestag hat es hier sehr klar begründet. Wir haben hier einen Antrag vorgelegt zum Artikel 115, wir haben eine öffentliche Anhörung im Haushaltsausschuss. Wir haben im Haushaltsausschuss nochmal die Zwecke der Ausgaben sehr klar konkretisiert und präzisiert, wofür das Geld ausgegeben wird. Wir werden in den nächsten Haushalten konkret im Haushaltsausschuss darüber entscheiden. Wir haben das volle parlamentarische Budgetrecht. Wir werden das auch ausüben als Koalition. Dieser Nachtragshaushalt ist verfassungsfest, er ist ökonomisch sinnvoll und deswegen werden wir ihn heute beschließen. Vielen Dank. Für die Linksfraktion und zum ersten Mal in diesem Haus spricht jetzt Janine Wissler zu uns.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die soziale Ungleichheit hat sich während der Pandemie weiter verschärft, global und hierzulande, wie die jüngste Studie von Oxfam belegt. Die 10 reichsten Menschen Deutschlands konnten ihr Vermögen um fast 100 Milliarden Euro steigern. Die Zahl der Millionäre, die Zahl der Milliardäre ist gewachsen, während viele Menschen um ihre Existenz bangen. Es gibt in diesem Land Geld wie Heu, aber es ist zutiefst ungerecht verteilt. Wenn eine Krankenschwester 350 Jahre arbeiten müsste, um auf das Jahresgehalt eines Vorstandsvorsitzenden zu kommen, dann hat das mit Leistungsgerechtigkeit nichts zu tun. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Was tut die Ampel gegen diese ungleiche Verteilung von Vermögen? Kurz gesagt, nichts. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer auf sehr hohe Vermögen oberhalb von 1 Million Euro, die SPD und Grüne in ihren Wahlprogrammen gefordert hatten, die wurde schon zu Beginn der Sondierung, vor Beginn der Sondierung abgeräumt. Und gleichzeitig beschneidet sich die Ampel ihre eigenen Handlungsspielräume. Wie soll die versprochene Modernisierung gelingen, ohne massive öffentliche Investitionen und ohne höhere öffentliche Ausgaben? Wer die sogenannte Schuldenbremse für heilig erklärt und sich weigert, hohe Einkommen und Vermögen angemessen zu besteuern, der versündigt sich an der Zukunft, meine Damen und Herren. Und die Corona-Krise hat doch noch mal gezeigt, wie dringend notwendig es ist, dass es mehr Geld gibt für Krankenhäuser und Pflege, für die Schulen, für bezahlbares Wohnen. Die Erreichung der Klimaziele ist eine gigantische Aufgabe. Und wir haben doch gerade im letzten Sommer gesehen, teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels. Die Ampel will private Investitionen entfesseln. Aber es zeigt sich doch gerade, der Markt regelt es eben nicht. Und langsam dämmert ja auch Finanzminister Lindner, dass es ein Problem gibt, wenn man Kredite und Steuererhöhungen gleichermaßen für Teufelszeug erklärt. Zumindest, wenn man nicht mehr nur FDP-Chef, sondern eben auch Bundesfinanzminister ist. Und es ist ja immer wieder erhellend, wenn das Weltbild der FDP auf die Wirklichkeit trifft und dabei in der Regel den Kürzeren zieht. Ganz ohne Kredite geht das nicht, das merkt auch Herr Lindner. Und deshalb will er die 60 Milliarden Euro Kreditermächtigungen, die zur Eindämmung der Corona-Krise geplant waren, jetzt in den Energie- und Klimafonds stecken. Und so stolpert Herr Lindner schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit über die eigene Ideologie. Wir finden es grundsätzlich richtig, Finanzmittel für Klimaschutz und die Energiewende bereitzustellen. Aber 60 Milliarden Euro, das ist doch ein Bruchteil dessen, was benötigt wird, um Verkehr, um Industrie und Gesellschaft klimaneutral umzubauen und sozial gerecht zu gestalten. Der vorliegende Nachtragshaushalt beantwortet eben gerade nicht die Frage, wie wir den sozial-ökologischen Umbau in Zukunft finanzieren. Und Sie werden ja auch nicht müde zu betonen, dass Sie nur dieses eine Mal bei diesem einen Nachtragshaushalt tricksen wollen und dann zurück zur schwarzen Null wollen, um Ausgaben zu senken. Und das geht immer zulasten der Menschen, die gerade nicht im Geld schwimmen, meine Damen und Herren. Notwendig wäre die Abkehr von der Schuldenbremse, die eine Bremse für Investitionen ist. Ja, was soll denn daran generationengerecht sein, wenn wir unseren Kindern eine marode Infrastruktur, bröckelnde Brücken, kaputte Schulen und die Folgen des Klimawandels vererben? Das ist doch nicht generationengerecht und das ist doch nicht nachhaltig. Für langfristige Investitionen muss der Staat auch langfristig Kredite aufnehmen können, gerade jetzt, wo die Zinsen derartig niedrig und die Herausforderungen so gigantisch sind. Und wir brauchen eine andere Steuerpolitik, um den Pflegenotstand zu bekämpfen, um Schulen gut auszustatten und Armut zu bekämpfen. Und Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Wir schlagen zudem eine einmalige Vermögensabgabe vor für die reichsten 0,7%. Und bevor Sie jetzt wieder Enteignung rufen, nein. Nicht die Besteuerung, die Existenz von Milliardenvermögen in diesem Land beruht auf der Enteignung, nämlich Enteignung der Menschen, die tagtäglich hart dafür arbeiten und mit viel zu niedrigen Löhnen abgespeist werden. Und deshalb ist es höchste Zeit, über Umverteilung nicht nur zu reden. Vielen Dank. Ich erteile dem Kollegen Otto Fricke das Wort für die FDP-Fraktion. Geschätzte Frau Vizepräsidentin, liebe Kollegin Wissler,
manchmal sitzt man da und denkt, was sagst du jetzt? Und dann fällt mir da leider wieder der Kollege Rode weiß schon was, Shakespeare ein. Leih jedem im Hinblick auf die Linken dein Ohr, doch wenigen deine Stimme. Shakespeare hatte damals schon recht, als es um den Sozialismus ging. Meine Damen und Herren, übrigens für die CDU, und darauf komme ich jetzt, wenn wir da weiterlesen bei Shakespeare, heißt es, nimm Rat von allen, aber spar dir dein Urteil. Und das will ich dann deutlich doch sagen. Sie gehen auf einen Rechtsweg, diese Koalition geht auf einen ökonomischen Weg unter Einhaltung des Rechtes. Und ich will deutlich sagen, wir befinden uns, der IWF heute, wir werden in den nächsten Tagen weitere Nachrichten bekommen. Wir haben eine Abkühlung der Wirtschaft. Und es ist interessant, dass bisher keiner von Ihren Rednern sich um die ökonomische Situation auch nur eine Sekunde gekümmert hat. Sie wollen Recht haben. Sie wollen aber nicht Recht bekommen, und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Meine Damen und Herren, wir haben eindeutig gegenwärtig ein Angebotsproblem. Es zeigt sich deutlich, Nachfrage steigt an vielen Stellen. Schauen Sie sich den Arbeitsmarkt nicht nur bei uns, sondern selbst in vielen anderen Ländern, auch in Südeuropa inzwischen an. Und es wird die Frage für diesen Kontinent und ganz besonders für das wirtschaftlich stärkste Land auf diesem Kontinent sein, wie wir nach der Krise aus diesen Problemen herauskommen. Darum hätten Sie sich kümmern müssen. Darüber hätten Sie etwas sagen sollen. Dazu hätten Sie Anträge stellen sollen. Das wäre Ihre Aufgabe als Opposition gewesen. Und ich zitiere dann sehr gerne einen durchaus immer wieder sehr weisen Menschen, der heißt nämlich Friedrich Merz und hat gesagt, nur Opposition zu sein reicht nicht. Wir wollen eigene Antworten geben. Das macht ihr, ja. Wisst ihr, was eure Antwort ist? Kein einziger Änderungsantrag im Haushaltsausschuss. Hier einen Entschließungsantrag vorlegen, der sich in Allgemeinem lässt. Alles, was ihr geschrieben habt an der Stelle, immer nur auf Recht, Recht, Recht. Dann, und das finde ich, das ist für uns als Koalition das doch sehr, sehr Interessante. Wir hatten letzte Woche eine allgemeine Aussprache. Was kam aus den Reihen der CDU/CSU? Kein Vorschlag, wie man die wirtschaftliche Situation verbessern kann, sondern nur, wo mehr ausgegeben werden muss, wo es fehlt, und keine einzige Einsparvorschlag. Und wir werden, und da bin ich sehr, sehr gespannt dann auch drauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob heute der Kollege Haase, den ich sehr schätze, redet ja nach mir, ob der Kollege Haase sagt, also wir sind uns einig, wir wollen nicht nur auf den Weg des Rechtes gehen, sondern wir haben noch ganz viele Vorschläge, wie wir das verbessern können. Kann ja sein, dass Sie sagen, Steuererhöhungen. Übrigens, kurzer Hinweis an die Linke, wenn Sie die Vermögensteuer erhöhen wollen, da hat der Bund null von, da kriegt er 0 Cent, das kriegen die Länder. Insofern ist so ein Vorschlag für diesen Haushalt einfach schlichtweg irrelevant, aber sei es drum. Als Zweites, und auch das ist eine Bitte an die Koalition, schauen Sie sich doch noch einmal an, was Ihre eigene Kommission über die Frage gesagt hat, warum bei Ihnen die Wahl misslungen ist. Und dann werden Sie feststellen, auf der Seite 9, dementsprechend wirkte die Union in diesem Wahlkampf auch aufgrund ihrer inhaltlich unscharfen Position in zentralen Themenfeldern auf viele Wählerinnen und Wähler nicht mehr glaubwürdig und authentisch. Und dann setzen Sie das auch noch hier im Bundestag fort. Das geht doch viel besser, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ein Letztes in der Sache zu der Frage, auf die ich dann doch noch eingehe, wem beim Wirtschaftlichen. Sie haben einem Haushalt zugestimmt, an dem wir viel Kritik hatten im Jahre 2021 und haben gesagt, dafür stellen wir Milliarden zur Verfügung. Über 20 Milliarden von diesen von Ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln haben wir nicht genutzt. Sie sind auch dank des Finanzministers in Abgang gegangen, weg. Die anderen 60 Milliarden haben Sie gesagt, ja, die geben wir aus für die Bekämpfung. Und Sie bleiben verhaftet auf der Idee, dass man eine Krise nur kurzfristig bekämpfen kann und sagen, ach, und dann gucken wir mal irgendwann im Juni 2022, beschäftigen uns mit dem Haushalt 2022 und der Bekämpfung der Krise durch einen neuen Haushalt. Wir dagegen sagen, wir wollen auch mittelfristig bekämpfen und wir wollen frühzeitig feststellen, wie diese Bekämpfung läuft. Denn eines wird für dieses Land notwendig sein. Wir müssen dafür sorgen, dass investiert wird. Und das kann ich nur, wenn Sicherheit ist. Und deswegen sage ich Ihnen in leichter Abwandlung von Goethe zum Schluss, Zahlen sind des Haushälters Waffen, nicht die Klage. Herzlichen Dank. Christian Haase spricht für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns wieder von rhetorischen Ablenkungsmanövern zum Haushalt kommen. Sie können sich sicherlich noch alle an die grünen Strickparteitage in den 80ern erinnern. Stricken ist auch heute wieder in. Ich weiß allerdings nicht, ob auch bei den Koalitionsverhandlungen gestrickt wurde.
Zumindest ist das vorliegende Nachtragshaushaltsgesetz mit der heißen Nadel gestrickt. Das mögen einige als Lapsus ansehen, der Strickanfängern passieren kann. Hier geht es aber um mehr. Hier geht es um die Frage, ob die Verfassung zum Erhalt des Koalitionsfriedens beiseite geschoben werden kann. Hier geht es um die Zukunftsmöglichkeiten unserer Kinder und Kindesgelder. Hier geht es um die finanzwirtschaftliche Solidarität Deutschlands an den Finanzmärkten. Was passiert genau? Da soll ein Haushalt in 2022 mit Wirkung für 2021 beschlossen werden. Verfassungswidrig. Da sollen 60 Milliarden Notlagenkredite für Klimaausgaben in der Zukunft angespart werden. Verfassungswidrig. Da werden Sondervermögen außerhalb des Zugriffs des Parlaments auf ca. 30% eines Normalhaushaltes aufgebläht. Verfassungswidrig. Da wird die Schuldenaufnahme vor den Einsatz von Rücklagen, Spar- und Konsolidierungsbemühungen oder Beteiligung der Länder gestellt. Verfassungswidrig. Herr Kollege, Sie hätten die einmalige Gelegenheit, eine Zwischenfrage Frau Dr. Sitte. Da werden rückwirkend Schuldenregeln für Sondervermögen angepasst. Verfassungswidrig. 60 Milliarden neue Schulden. Was heißt das für unsere Kinder und Kindeskinder, die diese irgendwann mal tilgen müssen? 60 Milliarden, das sind nach dem aktuellen Tilgungsplan ohne Zinsen 3,53 Milliarden im Jahr. Das sind 421 Euro für jedes Schulkind in Deutschland, zum Beispiel für Digitalausstattung, die uns dann in Zukunft fehlen werden. Ich will aber den Faden der Koalition aufnehmen. Vielleicht ist es Zufall. Vor 280 Jahren wurde Georg Christoph Lichtenberg geboren. Von ihm stammt der Begriff Verschlimmbesserung. Und genau das hat die Koalition mit ihren Anträgen im Haushaltsausschuss getan. Man versucht zu konstruieren, warum es einen Zusammenhang zwischen Klimaausgaben und Corona-Krise gibt. Und wollen wir das hilfsweise mal in den Blick nehmen. Erstens, da soll die EEG-Umlage nun mit Krediten anstatt durch die CO2-Abgabe kompensiert werden. Und ehrlich, lassen wir das Thema Verfassung mal beiseite. Wenn die Energiepreissteigerungen um ein bisschen zurückgenommen werden, dann wird das doch keinen Investitionssturm auslösen. Das Wirtschaftsministerium rechnet mit 155 Euro. Die CO2-Abgabe belastet unsere Familie mindestens mit dem Doppelten. Das verpufft doch. Das ist doch Blödsinn, dafür auch noch Kredite zu nehmen. Zweitens. Da sollen Ausgaben für Energieeffizienz im Bausektor mit Krediten finanziert werden. Das Thema ist richtig und wichtig. Und der Vertrauensbruch von Herrn Habeck in dieser Woche ist ein Schlag ins Gesicht jedes Häuslebauers. Aber wann und wo hat es aus Geldmangel in der Baubranche eine Krise gegeben? Das Statistische Bundesamt stellt in seiner jüngsten Projektion fest, dass die Corona-Krise im Baugewerbe keine sichtbaren Spuren hinterlassen hat. Es fehlt an Fachkräften und so manche Lieferkette ist gestört. In der Baubranche gibt es eine Vertrauenskrise in die Regierung und keine Corona-Krise, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Einzige, was Sie mit den verfassungswidrigen Schulden erreichen, ist das Anheizen der Inflation. Und das ist nicht das richtige Strickmuster. Und das sollten Sie mal ernst nehmen. Es trifft die unteren und mittleren Einkommen in unserem Land. Es trifft die Menschen, die unser Land am Laufen halten, den Handwerker, die Krankenschwester, den Bauarbeiter, die Einzelhandelskaufer. Es trifft die vielen, vielen Familien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt jetzt in unserer Hand. Es ist in dieser Woche viel über Gewissensentscheidungen gesprochen worden. Nach dem Grundgesetz treffen wir immer eine Gewissensentscheidung in diesem Haus. Sie müssen sich nicht an das halten, was von Ihnen von oben gesagt wird. Sie können eine Gewissensentscheidung treffen. Sie müssen wissen, ob Sie politischen Opportunismus über die Verfassung stellen wollen. Und soll ein mit Verfassungsbruch gestrickter Stahl das einerne Band dieser Regierung werden? Ich sage nein. Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Dr. Petra Sitte das Wort. Danke, Herr Haase. Sie haben jetzt mit so viel Werf von Gewissen gesprochen im Zusammenhang mit Haushalt. Da ist mir eingefallen, auch wenn ich keine Finanzpolitikerin oder Haushaltspolitikerin bin, auch die CDU hat im vergangenen Jahr ein Zukunftspaket aufgelegt.
und hat das sozusagen auch mit Blick auf die Pandemie getan. Sie werfen jetzt der Bundesregierung offensichtlich vor und wollen deswegen gegen diesen Nachtragshaushalt klagen, dass diese Ausgaben ja nicht pandemiebedingt sind. Ich bin sicher, dass eine Menge dabei sind, die garantiert nicht pandemiebedingt sind. Aber ich frage Sie jetzt mal angesichts Ihres vor sich hergetragenen Gewissens, inwiefern waren denn die 9 Milliarden Rüstung in Ihrem Zukunftspaket pandemiebedingt? Oder ich frage auch mal als Wissenschafts- und Forschungspolitikerin, inwiefern waren die 25 Milliarden für die Quantentechnologie im vergangenen Jahr pandemiebedingt? Dass ich Letzteres durchaus richtig finde, will ich mit anmerken. Aber ich finde, Sie können nicht mit unterschiedlichem Maßstab hier messen. Herr Haase zur Reaktion. Dankeschön, Frau Sitte, dass ich nun mal die Möglichkeit habe, zwei Dinge klarzustellen. Mein Gewissen ist mein Gewissen, Ihr Gewissen ist Ihr Gewissen, und das kann durchschnittlich zu anderen Ergebnissen kommen an der Stelle. Zu dem, was wir im zweiten Nachtragshaushalt 2020 gemacht haben: Wenn Sie die Begründung lesen, haben wir gesagt, wir konnten zu dem Zeitpunkt nicht abschätzen, wie lange die Pandemie denn dauert, und wollten deshalb das Geld zwischendurch in den Energie- und Klimafonds geben, damit Sie in der Zeit der akuten Pandemie, und wir gehen davon aus, dass die Regierung auch für 2022 die Notlage erklären wird, dann bis Ende 2022 zur Verfügung steht. Und dass 20 Milliarden gebraucht werden, das haben wir ja in dieser Woche erlebt. Herr Habeck könnte damit den Häuslebauern das notwendige Geld geben. Will er nicht im Augenblick. Das ist seine Sache. Aber dafür zum Beispiel, dann wäre das Geld jetzt ausgegeben und es wäre gut. Danke. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Wiebke Esther. Herzlichen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, dann soll man den Kopf nicht hängen lassen. So lautet ein jüdisches Sprichwort, und das trifft auch auf unseren Nachtragshaushalt zu. Denn wir beherzigen, dass Deutschland immer noch in einer schweren und Gesundheits- und eben auch Wirtschaftskrise steckt. Und wir gemeinsam mit SPD, Grünen und FDP den Kopf oben halten. Wir sparen nicht gegen die Investitionskrise an, weil das den Aufschwung gefährden würde. Wir geben das Geld aus, und zwar dort, wo es ökonomisch notwendig ist und wo es für unsere Zukunft sinnvoll ist. Und deshalb steht dieser zweite Nachtragshaushalt dafür, dass er pandemiebedingt ausgebliebene Investitionen ausgleicht. Wir brauchen diese Investitionen, um aus der wirtschaftlichen Krise Corona eben herauszukommen. Aber wir brauchen Investitionen auch nicht nur im Nachtragshaushalt, sondern sie werden sie auch in den folgenden Haushalten brauchen, weil sie eben ökonomisch sinnvoll sind und weil sie wichtig sind. Es ist unser Bekenntnis zu einem Staat, der investiert in Ideen, in Technik und in Talente. Und Herr Haase, ich muss gestehen, dass ich mich an die 80er-Jahre-Parteitage nicht erinnere, weil ich in dem Jahrzehnt erst geboren wurde. Da gibt es in der SPD-Fraktion zum Glück eine Menge junger Menschen, die da noch nicht dabei waren. Aber ich habe eine Befürchtung, dass den jüngeren Generationen diese Debatte am Ende in Erinnerung bleiben wird als eine, bei der die Union keine ökonomischen Gegenvorschläge gemacht hat, sondern immer nur sagen konnte, was sie nicht wollte. Unser Staat gibt aus Geld für Ideen, damit Deutschland seinen Beitrag zur internationalen Spitzenforschung leisten kann. Beispielsweise die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die einen zusätzlichen Mittelaufwuchs von 3% zuverlässig weiterbekommen sollen. Da ist der Staat in der Krise und muss auch in der Krise verlässlicher Partner der Wissenschaft bleiben. Wir helfen ganz konkret den Forscherinnen und Forschern in Max-Planck-Zentren, in Helmholtz-Zentren, bei Leibniz und Fraunhofer. Und ich sage Ihnen, wir brauchen auch mehr davon. Denn wenn wir nach Mainz gucken, dann können wir ja sehr genau sehen, was wir von den klugen Forschungsinvestitionen dieses Staates haben. Sie sind die Basis dafür, dass Deutschland führend ist bei der mRNA-Forschung, bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Und das ist nicht nur ein entscheidender Baustein, um die Corona-Pandemie zu beenden, sondern es ist auch der Durchbruch der mRNA-Forschung die Chance, dass wir zukünftig Krankheiten wie Krebs und Alzheimer besiegen können. Und so wollen wir eine starke Wissenschaft und in starke Forschung investieren, weil wir nur so die großen gesellschaftlichen Herausforderungen lösen können. Und genauso wird es wichtig sein, dass wir zukünftig auch Verlässlichkeit und Planungssicherheit den Hochschulen geben, darum den Pakt für Studium und Lehren mit 3% Mittelaufwuchs auch zukünftig dynamisieren werden. Das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, und ich möchte anfügen, wir haben es endlich vereinbart, weil wir endlich keinen Koalitionspartner mehr haben, der dabei auf die Bremse steht nach 4 Semestern Corona. Es ist höchste Zeit, dass auch die Hochschulen wieder richtig durchstarten können.
Meine Damen und Herren, wir investieren Geld in Technik, weil wir Schritt halten wollen. Wir brauchen Investitionen in künstliche Intelligenz, die zum Beispiel bei Chirurginnen und Chirurgen bei den Operationen hilft. Wir brauchen Investitionen in Quantencomputer, damit komplexe wissenschaftliche Berechnungen in wenigen Minuten statt in vielen Jahrzehnten erfolgen können. Wir brauchen mehr Investitionen in Biotechnologie, um eben nicht nur bei der Impfstoffforschung und bei der Entwicklung von Impfstoffen vorne dabei zu sein, sondern eben auch bei Therapien, die infizierten Patientinnen und Patienten von Corona besser helfen können, im besten Fall sogar Leben retten. All das gelingt dann, wenn der Staat die richtige Anschubfinanzierung leistet. Und neben Ideen und Technik, meine Damen und Herren, es ist angesprochen, wir haben einen Fachkräftehandel, muss der Staat auch in Talente investieren. Und darum ist es richtig, dass wir kleinen und mittleren Unternehmen darin unterstützen, wenn sie Ausbildungsplätze behalten in dieser Krise, 4.000 Euro Prämie, aber eben auch nochmal, wenn sie welche ausbauen, andere Auszubildende von anderen Unternehmen übernehmen mit 6.000 Euro. Mehr als 26.000 Betriebe haben bereits so Prämien erhalten, wir haben sie unterstützt. Und das ist auch der richtige Weg, weil wir eben Investitionen brauchen, richtig angelegtes Steuergeld für die Fachkräfte, die unser Land doch so dringend braucht. Meine Damen und Herren, es wird notwendig bleiben, dass der Staat investiert an den richtigen Stellen. Das sagen uns alle ernstzunehmende Ökonominnen und Ökonomen. Der Kollege vor mir hat auf die Anhörung, Otto Frick hat auf die Anhörung verwiesen. Wir investieren eben in verschiedene Ideen, in Forschung und Bildung, in Technik und in Talente, damit unser Land am Ende nicht nur den Kopf über Wasser hält, sondern damit wir auch die Leiter bauen können, mit der wir aus dem Wasser herausklettern werden. So schaffen wir die Grundlage für schnellere und nachhaltige Erholung unserer Wirtschaft. Und insofern bitte ich um Zustimmung zum Nachtragshaushalt. Und ich freue mich auch auf die Beratung zum nächsten Bundeshaushalt 2022. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Felix Banaschak hat jetzt die erste Rede in diesem Haus für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das ist meine erste Rede hier im Deutschen Bundestag. Der Tagesordnungspunkt klingt ja recht technisch, aber im Kern geht es heute um die Entscheidung, ob wir die Chance ergreifen wollen auf eine bessere Zukunft für uns und für die, die nach uns kommen wollen. Und deswegen habe ich mir im Vorhinein die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich in 5, in 10, in 20 Jahren auf diese Entscheidung zurückblicken? Zu Beginn vielleicht ein paar Zahlen. 350 Milliarden Euro, das ist der Betrag, den das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln jetzt Anfang der Woche als Wertschöpfungsausfall für die deutsche Wirtschaft wegen der Pandemie beziffert hat. Ohne Pandemie hätten wir allein 60 Milliarden Euro mehr Investitionen in den Unternehmen gehabt, 7% Produktionslücke Ende 2021 allein in der Industrie. Das Bruttoinlandsprodukt ist noch immer nicht auf Vorkrisenniveau. Und ich will das noch mal plastisch machen. In einer solchen Krise kommt es eben zu Umsatzeinbrüchen bei den Unternehmen. In der Folge müssen diese Unternehmen eben ihre Eigenkapitalreserven angreifen oder neue Kredite aufnehmen. Das senkt ihre Investitionsfähigkeit. Damit sinken auch die realen Investitionen und damit die Chancen, sich für die Zukunft aufzustellen, neue Stellen zu schaffen und vieles mehr. Und deswegen, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, Herr Middelberg, und ich habe ja auch gelesen, was Sie in Ihrem Entschließungsantrag gesagt haben. Sie sagen ja im Kern, dieser Nachtragshaushalt habe nichts mit dieser Pandemie zu tun. Ich empfehle Ihnen, vielleicht sprechen Sie mal mit einem Unternehmen in Ihrem Wahlkreis oder irgendwo anders in diesem Land. Vielleicht sehen Sie das dann noch mal ein bisschen anders. Meine Damen und Herren, wir haben im Kern zwei Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Wir können, und so verstehe ich Sie, die Augen vor diesen Realitäten verschließen, uns an dem Dogma festhalten, dass Schulden immer böse und immer schlecht sind, und dann hoffen, dass die wirtschaftliche Erholung einfach von so passiert, Füße hochlegen und abwarten. Kann man so machen? Klug ist das aus meiner Sicht nicht. Die Alternative, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist das, wofür wir uns als Koalition entschieden haben. Wir beschließen mit diesem Nachtragshaushalt, mit 60 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds, ein echtes Pandemiebewältigungspaket. Wir boostern die Wirtschaft gegen die Langzeitfolgen dieser Pandemie. Und das, meine Damen und Herren, ist recht doppelt klug. Denn auf der einen Seite
lindern wir die konkreten, akuten Krisenauswirkungen auf die Wirtschaft. Und zweitens sorgen wir dafür, dass wir unsere Industrienation Richtung Klimaneutralität entwickeln und mit Investitionen nachhaltig aufstellen. Und das ist auch was der allergrößte Teil der Ökonominnen und Ökonomen in diesem Land uns empfehlen, sich nicht aus der Krise herauszusparen, sondern zu investieren, und zwar zielgerichtet. Und das ist auch das, was die Ökonominnen und Ökonomen, es ist angesprochen worden, in der öffentlichen Anhörung des Haushaltsausschusses dargestellt haben. Und ich frage mich, waren Sie da anwesend? Haben Sie das denn wenigstens zur Kenntnis genommen? Dann würden Sie vielleicht auch, weil das Argument kam, man kann doch jetzt nicht im Haushalt 2021 Dinge für die Zukunft festlegen. Ja, wann bitte sollen denn die Investitionen nachgeholt werden, die 2021 pandemiebedingt nicht stattgefunden haben? Rückwirkend wird das nicht gelingen. Es geht also nur in der Zukunft. Und weil Sie das Bundesverfassungsgericht ja anschielen, das Bundesverfassungsgericht hat im letzten Jahr in einer, wie ich finde, Eindeutigkeit und Klarheit wie selten gesagt, Klimaschutz bedingt die Freiheitsrechte der kommenden Generation. Das heißt umgekehrt, kein Klimaschutz ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Jetzt in Klimaschutz zu investieren, jetzt in die Neuaufstellung unserer Wirtschaft, unserer Energieversorgung, unserer Mobilität zu investieren, das ist eben nicht nur ökologisch klug, das ist auch ökonomisch die bessere Wahl, als im Nachhinein die Schäden zu reparieren, die entstehen, wenn diese Investitionen unterlassen werden. Also, wie wollen wir in 5, in 10, in 20 Jahren auf diese Entscheidung zurückblicken? Manche wollen dann vielleicht in einer Welt leben, in der sich die ökologischen und ökonomischen Krisen derart zugespitzt haben, dass wir auf Stahlwerke als Industriedenkmäler schauen und dann sagen, ja Mensch, immerhin haben wir 2021 die Kredite nicht genutzt. Wollen Sie das wirklich? Wir wollen mit Stolz darauf zurückblicken, dass wir die richtigen Konsequenzen aus dieser Pandemie gezogen haben, dass wir die wirtschaftlichen Folgen gelindert haben und dass wir nach Jahren des Stillstands ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen gestartet haben. Ich will darauf zurückblicken, dass wir dem gerecht geworden sind, was das Pariser Klimaabkommen, was das Bundesverfassungsgericht, ja, was die Wirklichkeit von uns erfordert, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden und dieses Land auf den 1,5-Grad-Pfad führen. Ich bitte Sie herzlich um Zustimmung zu diesem Nachtragshaushalt. Vielen Dank. Sebastian Brehm hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Ihr erster Nachtragshaushalt, und Sie nehmen gleich mal 60 Milliarden mehr Schulden auf als notwendig. Diese Regierung ist angeblich angetreten, um das Land nachhaltiger zu machen. Aber Nachhaltigkeit hört nicht nur bei der CO2-Bilanz auf, sondern auch bei der Staatsbilanz. Und wenn wir unseren Enkeln einen gesunden Planeten hinterlassen wollen, dann wollen wir aber auch gesunde Staatsfinanzen hinterlassen. Und wir wollen nachfolgenden Generationen Spielräume geben, um eigene Gedanken umzusetzen und um nicht Schulden der Ampelkoalition 2022 abzahlen zu müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kreditfinanzierte Haushalte sind in Ordnung in einer außergewöhnlichen Notlage, Corona. Aber es geht bei Ihnen doch gar nicht darum, die einzige Notlage, die Sie finanzieren wollen, ist Ihre desolate Performance in Ihrer Regierung, und da machen wir nicht mit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wollen die Mehrschulden machen, um sie im Wahljahr 2025 ausgeben zu können. Nicht, um eventuell Klimaschutzmaßnahmen, KfW-Programme oder anderes zu machen. Nicht, um Corona-Maßnahmen zu verlängern. Der Finanzminister sagt ab 1.4. kein Kurzarbeitergeld mehr, keine Überbrückungshilfen mehr für die Wirtschaft. Sie wollen das nicht dafür ausgeben, sondern Sie wollen das ausgeben für Wahlkampfausgaben in den kommenden Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt möchte ich schon mal auf den wesentlichen, Unterschied kommen, den Sie alle nicht erwähnt haben und den Sie wirklich auch bewusst meiner Meinung nach verschwiegen haben. Sie ändern die Buchhaltungsregeln dieses Sondervermögens. Das heißt, die Schulden, die Sie heute aufnehmen,
Die werden in den Haushalt 2020 und 2021 geschoben. Normalerweise müsste man die Ausgaben, die Sie gerade erwähnt haben, in den Haushalten 22, 23, 24 und 25 aufnehmen. Und dann muss man Prioritäten setzen. Deswegen ist unser Gegenprogramm kein Nachtragshaushalt, sondern dann Ausgaben beschließen, wenn es den Haushalt auch betrifft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP erlebt gerade ihr Revival als Umfallerpartei. Was gestern noch galt, ist heute schon falsch. In der Opposition predigten sie Sparsamkeit. In der Regierung kommen sie zu Finanztricks, Schulden und Schattenhaushalten. Bei der Einbringung des Haushalts 2021, und ich zitiere von ihrer Homepage, steht, wir würden anders als die Große Koalition mit weniger als der Hälfte der neuen Schulden auskommen und gleichzeitig noch eine Entlastung von 36 Milliarden Euro umsetzen. Das steht bei Ihnen auf der Homepage. Damals haben Sie gesagt, die ganzen Kreditermächtigungen brauchen wir nicht und die Bürger kriegen eine Entlastung. Heute wollen Sie die Kreditermächtigungen und von Entlastungen kein Ton mehr. Komplettabschaffung Soli, kein Ton mehr davon. Entlastung kleinerer, mittlerer Einkommen, keine Rede davon. Unternehmenssteuerreform, keine Rede davon. Entlastung versprochen und Schulden geliefert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Der Finanzminister Lindner und seine Regierung hat eine eigene 3G-Regel aufgestellt für den Haushalt. Geschummelt, geschoben und getrickst, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden das nicht durchgehen lassen, ob Sie die Verfassung gebrochen haben. Das wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und übrigens auch das, die Klage kommt inmitten aus dem Parlament. Also es ist ein urparlamentarisches Instrument. Deswegen werden wir sehen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Dass Sie die Wähler getäuscht haben, das ist heute schon klar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Dem Kollegen Frank Junge gebe ich dann jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Dr. Mittelberg, wer heute eine Pandemie bekämpfen will und dabei nicht die Weichen für morgen stellt, der hat nach meinem Dafürhalten Krisenprävention, Krisenbewältigung nicht verstanden. Ich sage das auch vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils, das hier eindeutig in unser Stammbuch als Staat geschrieben hat, dass wir die nachfolgenden Generationen schützen müssen mit den Maßnahmen, die wir hier an der Stelle voranbringen. Und was ist nicht generationengerechter, als heute mit diesem Nachtragshaushalt auch die Weichen dafür zu stellen, dass unsere Wirtschaft nicht nur die Folgen der Corona-Pandemie überwindet, sondern dass wir damit auch den Transformationsprozess, den wir eingehen müssen, um an dieser Stelle auch global wettbewerbsfähig zu bleiben, sicherstellen können. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal hervorheben, Kern sozialdemokratischer Haushaltspolitik in diesen schweren Corona-Zeiten besteht darin, dass wir Menschen schützen, niemanden unter sozialen Aspekten zurücklassen und die Wirtschaft bei Ausfällen mit all unserer zur Verfügung stehenden Kraft unterstützen und unter die Arme greifen. Das ist uns in der Vergangenheit gut gelungen. Und vor dem Hintergrund ist es jetzt das Ziel der Ampelkoalition, aus diesem Anspruch heraus der Wirtschaft insgesamt über die Covid-Pandemie zu führen bzw. die Volkswirtschaft insgesamt zu stärken, damit auch die Voraussetzungen zu schaffen, der Wirtschaft einen Transformationsprozess mit Voraussetzungen zu erleichtern, die größte und stärkste Industrienation zu Klimaneutralität zu führen und damit ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten zu genügen. Das ist die beste Generationengerechtigkeit, die wir unter diesem Aspekt vornehmen können. Auch das steht wieder im direkten Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, über das wir schon gesprochen haben. Mit dem vorliegenden zweiten Nachtragshaushalt verfolgen wir genau dieses Ziel
Und wenn wir nun im Zuge dessen dem Energie- und Klimafonds 60 Milliarden Euro übertragen, zuweisen, dann übertragen wir das in ein Sondervermögen, wo wir als Deutscher Bundestag, wo wir als Parlamentarier dieses Hauses Zugriff haben und darüber diskutieren und entscheiden können, was mit diesem Geld passiert. Was kann demokratischer sein, als über so ein Sondervermögen die Aufgaben, die unsere Generation betrifft, entsprechend auch zu regeln und zu beschließen? Wir können mit diesem Geld die Voraussetzungen, ich sagte es schon, dafür schaffen, dass wir nicht nur vom Staat investierte öffentliche Gelder dafür nutzen, die Voraussetzungen für den Transformationsprozess auf den Weg zu bringen. Wir schaffen damit auch, das klang hier bei einigen Vorrednern auch schon durch, wir schaffen damit auch Planungssicherheit für Unternehmen, die es in der Covid-19-Pandemie-Zeit gar nicht tun konnten, gar keinen Ausblick darauf hatten, wie geht es jetzt mit den Möglichkeiten, die sie rein investiv auch nutzen müssen, um weiter voranzukommen, weiter. Wir schaffen damit Planungssicherheit und setzen Signale für genau diese Unternehmen, die am Ende dann privates Kapital zusätzlich zu diesem Geld investieren. Und das ist doch ein Kreislauf, den wir uns nur alle wünschen können, weil das am Ende die Kraft entfesselt, die wir brauchen, um unser Land voranzubringen. Und wenn ich jetzt einige Beispiele nenne, die wir auch in dem Änderungsantrag der Koalition, der jetzt auch hier zur Debatte steht, festgeschrieben steht, wenn ich jetzt hier einige Beispiele nenne, dann ist es aus meiner Sicht völlig klar, dass wenn wir in einen Leitmarkt für Wasserstofftechnologie investieren und dabei eine Wasserstoffnetzinfrastruktur ausbauen, dann ist es natürlich an der Stelle aus meiner Sicht völlig logisch, dass das nicht nur nachhaltige Impulse für die Wirtschaft setzt, dann ist das generationengerecht. Wenn wir gezielt in moderne Technologien investieren und an der Stelle Förderungen ausgeben, damit CO2-neutrale Grundstoffe für die Produktion unserer Wirtschaft in ausreichendem Maße hergestellt werden können, wie das zum Beispiel jetzt so ist, weil der grüne Stahl jetzt noch nicht so ist, weil wir von dem grünen Stahl viel aus dem Ausland importieren müssen, dann setzt das nicht nur nachhaltige Impulse, dann ist das generationengerecht. Und lassen Sie mich an dieser Stelle auch noch sagen, dass unter dem Aspekt ich die Beispiele, die wir natürlich auch im Rahmen unseres Koalitionsvertrags mit der Ampel klar definiert haben, jetzt dort gut einordnen können. Wir tun das aber vor allen Dingen deshalb, weil wir mit diesem Nachtragshaushalt eben nicht nur die direkten Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen, sondern wir haben damit heute die Möglichkeit, die Weichen dafür zu stellen, die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen, damit unsere dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit im globalen Maßstab zu sichern. Und wir können damit Wachstum und den Wohlstand für morgen sichern. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Nachtragshaushalt. Jetzt spricht für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Andreas Mattfeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister Lindner, als ich hörte, dass Sie 60 Milliarden Euro Kreditermächtigung, die wir Haushälter Ihnen für Unternehmen bereitgestellt haben, die unter den Corona-Maßnahmen massiv leiden, dass gerade Sie diese jetzt in den EKF, in den Energie- und Klimafonds überführen wollten, da habe ich gedacht, das ist Satire, Herr Lindner. Das kann definitiv nicht von dem Christian Lindner kommen, den ich hier kennengelernt habe. Eine solch schräge Nummer, Corona-Mittel für das EKF-Sondervermögen durch den Nachtrag anzuhäufen, um damit am Haushalt vorbei Wunschträume zu finanzieren, die dem vorherigen Haushaltszweck wesensfremd sind, das ist schlichtweg der Hammer. Eine solch unverantwortliche, und da bleibe ich bei, und zugleich für Ihre Partei gefährliche Nummer, das habe ich Ihnen gerade nach Ihren Reden hier im Plenum in den vergangenen Jahren nicht zugetraut. Und nun weiß ich aus leidvoller Erfahrung, dass man in einer Koalition mit der SPD ja Zugeständnisse machen muss. Dass man aber nahezu alle Grundsätze, die zur DNA der eigenen Partei gehören, über Bord wirft, das hat mich extrem erschrocken gemacht. Das hat nicht mal, das sage ich jetzt mal mit einem Schmunzeln, Herr Lindner, das hat nicht mal meine CDU geschafft.
Und nun müssen Sie ja Ihr Handeln irgendwie nach außen verteidigen. Übrigens wundere ich mich, dass Sie heute hier nicht sprechen. Das ist allein schon sehr verwunderlich. Sie merken aber selbst bei Ihrer Verbalakrobatik, die Sie gestern im Haushaltsausschuss geleistet haben, dass das Erklären dieser Maßnahmen die Quadratur des Kreises ist. Und natürlich hoffen Sie, dass dieser Drahtseilakt in 3 Jahren vergessen ist. Diese Hoffnung, das kann ich Ihnen aber auch ganz persönlich hier unterschreiben, die wird sich ganz, ganz schnell zerschlagen. Denn der EKF, der wird sicherlich in den kommenden Jahren ganz vermutlich mehr als andere Themen hier im Hause und in der Öffentlichkeit diskutiert werden und immer wieder werden die Bürger dann auf diesen Taschenspielertrick erinnert. Und dies auch, weil der EKF schon im Wortlaut seiner Präambel mit Corona-Maßnahmen und der Folgenbewältigung nun überhaupt nichts zu tun hat. Und deshalb möchte ich gerade das Wirtschaftsministerium, übrigens Frau Dr. Brandner war irgendwann auch noch mal da, nicht mehr hier. Der Wirtschaftsminister ist nicht hier. Ah, da sitzt sie. Entschuldigung, Frau Dr. Brandner, aber das müssen Sie sich anhören. Sie profitieren hiervon. Und ich möchte Sie daran erinnern, warum der EKF denn ins Leben gerufen wurde. Der EKF ist 2010 angelegt worden, damit wir die Pariser Klimaziele in der CO2-Einsparung erreichen. Wir dürfen hier Projekte fördern, mit denen ein wissenschaftlicher und innovativer Mehrwert für die Wirtschaft, für die Energiesicherheit und für die Umwelt einhergeht. Der EKF, Frau Dr. Brandner, der unterstützt mit einem offenen, mit einem unvoreingenommenen Ansatz, und ich betone alle Technologien, Methoden oder wissenschaftliche Untersuchungen, die uns in die Lage versetzen, Treibhausgase einzusparen. Und das sind, und das ist in den Aufgaben, Frau Dr. Brandner, ganz eindeutig definiert. Das sind Investitionen in Energieeffizienz, Wasserstoffförderung, E-Mobility. Und jetzt aufgepasst an das Wirtschaftsministerium, die CO2-Gebäudesanierung. Dies alles sind aber Wirtschaftsbereiche, die unter Corona nun überhaupt nicht gelitten haben. Und übrigens, ich begreife gar nicht, dass der Finanzminister nicht hier ist. Wenn man der Wirtschaftsminister nicht hier ist, wenn man 60 Milliarden Euro bekommt, ist das schon enorm. Und Herr Finanzminister Lindner, Sie wissen doch genau, dass auch erhebliche Reste von über 40 Milliarden Euro im EKF aufgelaufen sind. Hinzu kommen jetzt noch die 60 Milliarden Euro, die Sie übertragen wollen. Und damit haben Sie, Herr Lindner, haben Sie Herrn Habeck und seiner Grünen Partei Mittel in Höhe von über 100 Milliarden Euro für ausschließlich Projekte der Grünen an die Hand gegeben. Die Häuslebauer, die für ihre Familien Eigentum schaffen wollen, die die CO2-Gebäudeförderung fest einkalkuliert haben, die sind es aufgrund ihrer Übernachtankündigung definitiv seit dieser Woche nicht mehr. Ich halte diesen Vertrauensbruch, die CO2-Gebäudesanierung aufzukündigen, ohne zeitlichen Vorlauf, das sage ich ganz deutlich, für einen Skandal. Ein weiterer Punkt, dazu möchte ich noch kommen, beim Nachtragshaushalt, das ist der massive Personalaufwuchs. Schon die Vorgängerregierung haben wir Haushälter, ich auch ganz persönlich, massiv kritisiert. Was wir aber jetzt und heute erleben, das ist nahezu inflationär. Gerade hochdotierte Stellen, die werden massiv aufgebläht. Und wir wissen ja, dass es gerade bei der SPD, aber auch bei der Grünen Partei üblich ist, dass man als neue Regierung eigene Parteifreunde unterbringen will. Aber ich bin mir nicht mal mehr sicher, das sage ich auch mit einem kleinen Schmunzeln, ob Sie noch genügend Mitglieder im arbeitsfähigen Alter haben, um diese Stellen zu besetzen. Nicht, dass Sie in Verlegenheit kommen, hier auch noch vielleicht in Ihren Ministerien CDU-Mitglieder einstellen zu müssen. Das wäre ja fatal. Deshalb zum Abschluss, meine Damen und Herren, zum Abschluss mein Vorschlag, den ich bereits bei den letzten Haushaltsberatungen immer und immer wieder gefordert habe. Lassen Sie uns wieder eine jährliche 1%ige Stelleneinsparung ausweisen, damit dem jährlichen Stellenaufwuchs endlich ein Ende gesetzt wird. Frau Präsidentin, dieser Nachtragshaushalt. Ich meinte jetzt damit, dass jetzt Ihre Redezeit ist verfassungswidrig und deshalb abzulehnen. Ist. Herzlichen Dank. Herr Banaschak, melden Sie sich nur kurz Intervention, dann bitte schön. Ja, Herr Kollege Mattfeld, das war ja gerade ein Kessel Buntes, den wir hier von Ihnen gehört haben. Deswegen wollte ich zu ein paar Punkten noch etwas sagen und Ihnen auch die Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen. Und wenn Sie mir zuhören, dann ist es vielleicht auch einfacher mit der Antwort.
Sie haben auf der einen Seite gerade von den vielen, vielen Stellen gesprochen, die jetzt geschaffen wurden. Wollen Sie vielleicht auch noch etwas sagen zu den vielen Stellen, die beim Regierungswechsel zwischen einer CDU-CSU-SPD-Regierung 2017 zu einer CDU-CSU-SPD-Regierung 2017 in sehr hohem Maß dreistellig passiert sind? Das ist die eine Frage. Und vielleicht können Sie dann auch sagen, ob die vielen CDU-Mitglieder, die jetzt gerade auch schon in den Ministerien sind, vielleicht auch etwas damit zu tun haben. Der zweite Punkt, Sie haben gerade gesagt, Lindner ermöglicht mit über 100 Milliarden Euro, dass jetzt Projekte der Grünen umgesetzt werden. Wenn Sie sich angeschaut haben, was im Änderungsantrag jetzt noch mal genau konkretisiert ist, wofür im EKF zielgerichtet, zweckgebunden Mittel ermöglicht werden, dann sind es unter anderem beispielsweise Investitionen in die zukunftsfähige Ausstellung der Industrie, die Klimaschutzdifferenzverträge, also eine Möglichkeit, Investitionen in die nachhaltige Ausstellung unserer Industrienation zu sichern. Würden Sie vielleicht noch mal darauf antworten, ob das aus Ihrer Sicht Projekte einseitig der Grünen sind oder ist das auch in Ihrem Interesse, Stahl und andere Industrien zukunftsfähig aufzustellen? Vielen Dank. Herr Mattfeld, Sie möchten offensichtlich antworten. Bitte schön. Wir müssen noch, Herr Mattfeld, kurz draufdrücken, genau. Ja, jetzt geht es. Herr Kollege, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Natürlich weiß ich, wie viele Stellen wir geschaffen haben seinerzeit. Das war nicht mal die Hälfte als das, was Sie jetzt machen. Und Sie sind ja erst jung in diesem Parlament. Wir haben bereits unter Sigmar Gabriel eine Vizekanzlerstelle eingerichtet. Nicht eine Stelle ist davon abgeschafft worden. Herr Robert Habeck hat mittlerweile nun eigentlich rechnerisch zwei Vizekanzlerstellen in seinem Ministerium. Das muss man erst mal schaffen und das mit hochdotierten Stellen. Ich finde, das ist schon mehr als erklärungsbedürftig von Ihrer Seite. Die zweite Sache. Zu der Definition, was Sie denn mit diesen 60 Milliarden machen wollen. Ich habe da noch nichts vorliegen. Im Gegenteil, Sie wollen EEG-Umlage machen, Sie wollen dieses und jenes, das haben Sie verbal angekündigt. Da ist nichts davon da, was nachhaltig in der Lage ist, CO2-Tonnage komplett einzusparen. Noch einmal, die Präambel des EKF, die sagt Ihnen, dass wir hier Maßnahmen fördern wollen, umsetzen wollen, die uns in die Lage versetzen, massiv Tonnage einzusparen im CO2-Bereich. Mit einer EEG-Umlagesenkung, so leid es mir tut und so sinnvoll sie ja auch vielleicht sein mag, da senken Sie aber keine CO2-Tonnage mit. Das ist ja Quatsch. Deshalb legen Sie einen vernünftigen Plan vor, dann sind wir an Ihrer Seite. Aber was wir jetzt hier sehen, das ist aber nun wirklich nun gar nichts. So, damit schließe ich die Aussprache. Und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf der Drucksache 505 mit dem Titel Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes. Nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes ist zur Annahme des Antrags die absolute Mehrheit, das heißt 369 Stimmen, erforderlich. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP haben namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung, Moment, ich muss es mal hier, damit alle draußen auch was hören können, so. Nee, so rum. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby und auf der Tribüne. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach der Eröffnung 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie aber dennoch nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung, so wie es jetzt hier zum Teil aussieht. Die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist bereits der Fall. Herzlichen Dank. Da wird gewunken. Wunderbar. Das Ende der Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Wir werden die Urnen um 17:15 Uhr schließen. Weitere Abstimmungen zu diesem Tagesordnungspunkt werden wir nach Tagesordnungspunkt 8 durchführen. So, jetzt ist hier ein bisschen Unruhe und bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, würde ich freundlich darum bitten, dass diejenigen, die abstimmen wollen, rausgehen, diejenigen, die der nächsten Debatte folgen oder sich gar an ihr beteiligen wollen, sich hinsetzen.
Wir haben jetzt da hinten noch einen gewissen Geräuschpegel, dadurch, dass die Türen offen sind. Vielleicht kann man die zwei davon jedenfalls schließen. Dann ist, glaube ich, trotzdem Corona-konformes Raus- und Reingehen möglich, nachdem jetzt erstmal eine große Menge von Kolleginnen und Kollegen rausgegangen ist. So, und dann bitte ich die, die wieder reinkommen, sich jetzt auch zu setzen.